Halt! Alles ist da. Alter, scheiß ab hier! Wir befinden uns halt immer noch mitten in der Steinwüste. Das ist richtig krass. Man kann, wenn man genau hinschaut, den Weg bis da vorne erkennen. Also bis zum letzten Zipfel. Das ist so weit. Es ist halt richtig schwer, da überhaupt einen Zeltplatz oder Platz für die Nacht zu finden. Ne? Da hinten kann man übrigens sehr gut den ganzen Gletscher erkennen. Der zieht sich komplett darüber. Ist der größte Gletscher in ganz Europa und bedeckt ganze 8% von ganz Island. Wir haben jetzt mitten in dieser fetten Steinwüste endlich so einen kleinen Fleck Wiese gefunden. Da hinten steht unser Zelt, wobei man das Wiese gar nicht nennen kann. Das ist halt einfach ein kleiner Fleck Erde. Da werden wir jetzt heute übernachten. Morgen früh wird es dann weitergehen. Wieder weiter einfach durch diese riesengroße Steinwüste. Lang 15.000 Dollar. Wir haben normale Wetterverhältnisse. Also wieder keine Winde. Da vorne warten schon die ersten Tee bzw. Flüsse. Keine Ahnung, was das ist. Die zwei Busse da vorne haben gerade unser Leben ein bisschen erleichtert. Also, wir haben echt, wir haben uns selber angehalten, haben uns gesprochen und haben gesagt, dass wir uns da haben. Wir haben hier einen Tag gehabt. Geil, jetzt wird es gleich ganz klein. Wir haben vielen Dank an die beiden. Richtig, richtig geil. Ich habe so eine kleine Packung. Das haben wir gerade mitten in der Pampa gefunden. Warum auch immer. Wir wissen es nicht. Wir wollen es aber auch, glaube ich, gar nicht wissen. Wir sind mit unserem Schlafspot angekommen. Hier wird es sein. Wir haben heute einen neuen Tagesrekord aufgestellt von 31,4 Kilometer. Nicht gestartet. Aber ich bin noch ordentlich die Beine zuhören. Und die allgemein Wir zehren ein letztes und ein drittes Mal zu unseren bereits vorgekochten Nudeln. Lecker. Da ist der Blick nach da drin. Kocher ist wieder ausgegangen. Da machen wir jetzt Soße drinnen und dann hatten wir zumindest ein bisschen was Warmes drin im Essen. Die Route, die wir heute hatten, war der Tag schon relativ spannend. Es waren total spannende Begegnungen mit dabei. Zum Beispiel die zwei Verfügungsfahrer, den haben wir uns unterhalten und die haben uns halt auch ein bisschen Essen gegeben. Das war richtig, richtig geil. Und davor haben wir auch noch einen österreichischen Motorradfahrer getroffen. Wir werden jetzt hier drei Wochen in Island ein bisschen rum. Ja, schöne Grüße gehen raus an dich, falls du das Video siehst, oder? Tag 16 hat begonnen, sogar mit strahlendem Sonnenschein. Eine Sache ist mir in den letzten Tagen aber aufgefallen, man nimmt unglaublich viel ab. Das ist natürlich kein Wunder, weil wir den ganzen Tag in Bewegung sind, von früh bis spät laufen und auch jetzt nicht so viel esse. Auch nicht so ausgewogen, durch die letzten 13 Tage nur Nudeln. Zu Beginn der Tour war meine Hose zum Beispiel ziemlich fest und jetzt in den letzten Tagen ist sie ziemlich locker und rutscht sogar ein bisschen. Finde ich echt lustig.
Maske auf. Das wird der einzige Schuss, den ich glaube, auch für mich jeden Tag, wie wir sind da. Frühstück, Abschluss, Abend, Frühstück. Es gibt eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte ist, es ist sehr, sehr windig heute. Die gute ist aber, der Wind kommt von hinten und treibt uns ein bisschen ab. Wir haben einen Platz für die Nacht gefunden, haben unsere Zelt gerade eben aufgeschlagen, sind immer noch mal zu diesen geilen Wasserfällen gegangen. Heute brechen wir unseren 13-tägigen Strike. Es gibt keine Nudeln. Sondern endlich mal Couscous, das ist natürlich endlich mal was anderes, ein bisschen nahrhaft. Auf jeden Fall die Geschmacksknospen werden explodieren. Der Tag war heute richtig schön. Wir hatten endlich mal ein bisschen Abwechslung, Wetter war relativ gut, relativ warm. Wir haben endlich mal wieder ein bisschen was anderes gesehen. Die letzten Tage haben wir ja fast nur Steinwüste gesehen. Heute endlich mal ein bisschen Wiese und ein bisschen Abwechslung. Der See zum Beispiel im Hintergrund. Und außerdem gab es auch noch mal was anderes zu essen, es war auch ziemlich gut. Endlich mal was anderes außer Nudeln. Aber leider geht es morgen wieder mit Nudeln weiter. Heute ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, es ist warm. Und wir können sogar mit T-Shirt hier direkt loslaufen, das ist richtig krass. Das ist richtig herrlich. Und das Beste, es ist kein Wind. Da hinten sind übrigens die ersten Häuser wieder. Unsere Rucksäcke lassen wir jetzt da. Wir gehen jetzt mal zu diesem Aldeyjarfoss-Wasserfall. Du müsste da unten liegen und wir schauen ihn jetzt mal genauer an. Wir haben extra einen kleinen Umweg auf uns genommen, um den zu sehen. Das sieht halt jetzt schon so krass aus. Wir machen hier gerade Frühstückspause und wir hatten ein paar Probleme mit der Routenplanung. Also ganz zu Beginn wollten wir eigentlich diesen fetten Fluss queren, den ihr vorhin in den Drohnenaufnahmen gesehen habt mit den ganzen Wasserfällen. Als wir vor 5 Tagen ungefähr unterwegs waren, haben wir uns gedacht, der ist viel zu groß, den können wir nicht queren, weil das ist halt so eine Donau, die gerade ins Schwarze Meer mündet. Das ist halt nicht so ein kleiner Dorfbach. Jetzt haben wir uns das Ganze aber von der Nähe mal angeschaut und da vorne sieht es tatsächlich einigermaßen in Ordnung aus. Also direkt bei der Brücke, nicht dieser Fluss hier, sondern der da hinten, der führt dann da lang. Und irgendwie scheint es, als wäre es machbar, als könnten wir diesen Fluss queren. Weil dann würden wir uns halt 20 Kilometer sparen. Ansonsten würden wir den normalen Weg nehmen. Der würde jetzt hier die F-Road einfach weitergehen und dann über eine Brücke führen. Aber das wären halt dann 20 Kilometer Umweg oder so. Okay, wir haben gerade die Idee des Jahrtausends. Also wirklich. Wir haben jetzt gerade hier dieses Ding gefunden, das ist ein Lastenzug oder sowas. Wir versuchen jetzt die Rucksäcke da mal ranzubinden. Dann können wir die theoretisch, also es ist alles noch Theorie, theoretisch darüber ziehen auf die andere Seite. Dann geht einer rüber, bindet den ersten Rucksack los. In der Zeit kurbel ich zum Beispiel, ich gehe jetzt davon aus, dass der Christian zuerst rüber geht. In der Zeit kurbel ich jetzt dann das Ding hier wieder zurück, binde meinen Rucksack ran, tue den rüber, drehe das Ding wieder zurück, damit es wieder hier ist und dann gehe ich rüber. Weil der Fluss ist halt mega tief, ich vermute, wir müssen darüber schwimmen.
aber das ist halt wirklich, wenn das klappt, dann wäre es wirklich genial. Es dauert ein bisschen. Ja, es wird sehr knapp. Okay, der erste ist fast üben. Also Michel geht jetzt davor, weil die Strömung, die treibt ihn ja dann quasi von da hier rüber, dass er dann ungefähr halt da rauskommt. Kalt. Schwimm dagegen an! Michel dagegen! Michel, mehr dagegen! Gegen die Strömung! Gegen die Strömung! Gegen die Strömung! Michel, du musst gegen die Strömung schwimmen, nicht hin! Michel, du treibst zu weit ab! Zweiter Rucksack ist auch angekommen, aber das war wirklich eine Millimeterarbeit. Die Schuhe waren wirklich so knapp vorm Wasser, also wirklich richtig, richtig krass. Also ich muss schon sagen, es war jetzt gerade schon ziemlich krass, darüber zu schwimmen. Besonders, weil die Strömung halt echt nicht ohne ist. Bin da vorne irgendwo gestartet, bin hier rausgekommen und zwischendrin dachte man halt schon, als man unter der Leine durchgeschwommen ist quasi, oh scheiße, die Strömung treibt einen ab. Also der Adrenalin war auf jeden Fall da. Hat echt mega Bock gemacht, aber war schon sehr, sehr brenzlig. Ich hatte ja die Crocs während dem Schwimmen an. Die habe ich dann irgendwo nach 10 Metern oder so in die Hand genommen, weil die mir sonst weggeschwommen wären. Ja, es war auch alles ein bisschen chaotisch. Also wenn ihr so eine Flussdurchquerung macht ohne Crocs. Christian legt jetzt auch los. Sehr stark. Dich hat es echt kaum abgetrieben. Die isländische Donau haben wir jetzt auch bewältigt. Jetzt geht es erstmal 1,7 Kilometer ungefähr querfeldein. Vermutlich bis zu dem Bauernhof da vorne. Da treffen wir dann wieder auf einen Weg. Und dann irgendwann kommen wir wieder auf die Route, auf die offizielle, die wir eigentlich langlaufen wollten. Wir hatten eigentlich auch extrem Glück, dass die Kurve auf der anderen Seite ist, sodass wir die direkt betätigen konnten. Wir haben jetzt an dem Platz da vorne ziemlich lange Pause gemacht. Jetzt geht's weiter. Wir konnten uns ja diese Pause jetzt erlauben, weil wir uns jetzt ein bisschen lustig wäre und wir 20 Minuten gespart haben. Wir werden jetzt die nächsten zwei Tage um den Tag von den Leuten gespannt haben. Es ist deutlich windiger geworden, was man vielleicht auch merkt. Wir haben unseren Platz heute gefunden. Hier hinter dem Hügel ist mir ziemlich windig geworden. Sieht zwar nicht mehr so super aus wie vorher. Ich vermute, dass es sogar Regen ist. Wir wissen nicht ganz genau, wohin der geht und was der will. Abendessen ist jetzt auch fertig. Diesmal Nudeln wieder mit dieser schönen isländischen Kjötsuppe. Der Endspurt hat begonnen. Es ist ungefähr nur noch eine Woche zur Nordostküste Islands. Das Wetter ist, naja, nicht mehr ganz so schön, würde ich sagen. Bisschen bewölkt, neblig, nass. Aber ich glaube, das klart heute im Laufe des Tages wieder auf. Wir sind so viele Fliegen hier. Wir wollten jetzt eigentlich eine kurze Pause machen, aber das geht halt nicht wegen den ganzen Fliegen hier. Das ist richtig widerlich, richtig scheußlich. Ah, das ist sogar schlimmer als der regnerische Tag, wo wir durch 7 Gletscherflüsse mussten. Ah. Okay, die Fliegenplage ist jetzt mehr oder weniger rum. Wir bleiben hin und wieder stehen und schauen, ob noch welche da sind. Aber es scheint ganz gut zu sein. Wir sind jetzt ungefähr 2 bis 3 Kilometer durch diesen riesen Fliegenschwarm quasi gegangen. Und jetzt war es halt so wie eine Grenze quasi. Plötzlich gar nichts mehr da. Keine oder fast keine Fliegen mehr. Aber die fliegen halt überall hin, in die Nase, in die Augen. Dann krabbeln sie unter die Mütze, dann in den Mund. Oh, richtig widerlich. Also wirklich sehr widerlich. Aber jetzt haben wir es bewältigt.
raste aus, ey. Sobald man einmal kurz stehen bleibt, kommen sie halt alle sofort wieder. Wenn man dachte, die sind alle weg, man setzt sich für eine Minute hin, alle sind wieder da. Es wäre so schön, wenn wir jetzt Wind hätten oder ich mein Halstuch hätte, aber das habe ich im Rucksack hinten drin. Nach 11 Tagen haben wir endlich wieder Asphalt unter den Füßen. Das ist richtig krass. Also wirklich, 11 Tage ist halt eine richtig lange Zeit und jetzt läuft man endlich mal wieder auf so einer ganz normalen Straße. Das ist übrigens die Ringstraße jetzt gerade. Da folgen wir jetzt ungefähr 19 Kilometer und dann geht es wieder auf ganz normalen geschotterten Straßen wahrscheinlich weiter, oder? Genau. Ich finde es gerade auch ziemlich lustig, die Autofahrer, die hier gerade vorbeifahren, steigen einfach kurz aus dem Auto aus, schauen sich die Landschaft an, verwedeln die Mücken und Fliegen und steigen sofort wieder ein, weil es ihnen zu viel ist. Und wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssten hier entlang laufen, durch die ganzen Mücken hier. Es macht so gar keinen Spaß mehr. Ich raste aus, ey. Diese scheiß Fliegen, ey. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oh Mann, ey. Es ist so widerlich. Gar keine Lust mehr, ey. Nachdem wir jetzt 12 Kilometer durch diese scheiß Mücken gelaufen sind, haben wir jetzt endlich mal einen schönen windigen Platz gefunden. Ich glaube, Christian hat sich ganz so sehr gestört, aber mich schon extrem. Also, das hat mich ja aufgeregt, diese scheiß Mücken. Jetzt gibt es erstmal ein Frühstück. Vorhin habe ich es nicht geschafft, da konnte ich mir nichts anrühren wegen dem Fliegen. Das da muss für morgen reichen. Der Rest ist jetzt hier drin. Christian isst ein bisschen Toastbrot. Wir machen, glaube ich, jetzt länger Pause, weil wir haben, wie gesagt, kaum Pause gemacht. Ja. Wir sind jetzt mal weitergegangen, weil es da hinten nicht so schön aussieht. Heute ist es relativ schwarz. Es sieht auch so aus, als würde es irgendwie schon regnen. Und außerdem nimmt der Wind immer mehr zu. Heute Abend ist es 15 Meter plus Stunde ab. Theoretisch schon unten einfach in der Kuhle zelten. Dann wären wir in einem Vulkan, dann würden wir in einem Vulkan zelten. Das ist übrigens die ganze Moorlandschaft da hinten. Ne? Deswegen gibt es auch so viele Fliegen hier. Aber die sind ja jetzt nur wegen dem Wind weg. Morgen werden sie wahrscheinlich wieder da sein. So schön dieser Platz noch ist, wir gehen weiter. Wenn es uns bekommen haben. Danach gibt es wahrscheinlich noch die Instant-Nudeln und die zwei Suppen. Wir haben heute riesen Auswahl und heute wird alles verzehrt, weil wir morgen eben einkaufen gehen können. Wir sitzen hier auch im Luftzug, also da kommt der ganze Wind durch. Das machen wir extra, weil da unten im Zelt sind halt wieder diese ganzen Fliegen. Wir sind in diesem riesen Morgen und da gibt es halt kaum Flecken, wo keine Fliegen und Mücken sind. Richtig wieder. Guten Morgen aus der Ein-Mann-Stube. Wir packen hier alles zusammen gerade. Weil uns außen die Viecher sonst auffressen würden. Deswegen so viel wie möglich hier drin erledigen und dann geht's raus. Auf geht's nach Reykjavik. Heute steht ein Ruhetag an. Wir gehen kurz rein, kaufen was ein und ruhen uns mehr oder weniger den ganzen Tag aus. Das tut uns auch mal ganz gut, nachdem wir jetzt die letzten Tage vor allem immer so viele Kilometer gelaufen sind. Und dann schauen wir uns vielleicht auch noch so Schwefelfelder an, die auch in der Nähe sein sollen. Sobald der Wind weg ist, sind die Viecher alle um einen herum wieder. Da ist er, der langersehnte Supermarkt.
Was ein Fest mal. Wir haben richtig viele Sachen hier. Erst ein Bund Bananen, 5 Äpfel, hier ein Kuchen und da Baked Beans. Wir können uns gar nicht entscheiden, womit wir anfangen. Ja, das hatten wir bisher auf der ganzen Tour noch nicht. Ja, ich werde jetzt einen Apfel essen. Rucksack bis zum geht nicht mehr gepackt. Kartoffeln, Haferflocken, Nudeln und Reis, alles drin. Hier vom Supermarkt hängt so eine coole Karte, wo man die ganzen Supermärkte nochmal sehen kann. Hier, wo richtig viele Punkte sind, ist halt Reykjavik. Dann sind wir nach Laugarvatn gelaufen, da war unser letzter Supermarkt. Und dann erstmal 14 Tage nichts. Und dann sind wir jetzt hier zu Reykjavik gekommen. Genau durch die Mitte sind wir gelaufen und da war kein einziger Supermarkt. Nach einer schönen langen Pause am Supermarkt geht es jetzt weiter. Wir haben jetzt sehr viel eingekauft. Insgesamt habe ich zum Beispiel jetzt über 9 Kilo wieder neu auf dem Rücken. Und das Wasser ist noch nicht mal voll. Also man spürt den Rucksack wirklich ordentlich. Mein Rucksack ist komplett ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Beim Christian ist noch ein bisschen Platz oben. In 3 Tagen könnte es sein, dass wir wieder ein bisschen Proviant kaufen könnten bei einer Tankstelle. Ansonsten müssen wir jetzt die letzten 6 Tage komplett ohne Supermarkt leben quasi. Dementsprechend haben wir halt jetzt viel eingekauft. 3 Kilo Haferflocken, glaube ich, waren es. 2 Kilo Reis, noch Kartoffeln und ziemlich viele Dosen mitgenommen. 6 Kilo Haferflocken. 6, also ja, insgesamt. Also insgesamt 6 Kilo Haferflocken je 3 Kilo. Wir laufen jetzt zu solchen Schwefelfeldern. Vorne kann man zum Beispiel die 2 großen schon sehen. Vor allem der linke, das sieht richtig krass aus. Mal schauen, ob wir den genauer sehen können. Also das ganz große, was gedampft hat, das war vermutlich diese eine Firma. Hier gibt es tatsächlich sehr viele andere Schwefelquellen, sage ich mal, oder Schwefelfelder, wie zum Beispiel da vorne oder da, hier, da dampft überall einfach aus dem Boden raus. Und wir vermuten beide, dass dieser See auch total warm sein muss, weil da extra so ein Warnhinweis steht, dass man da nicht reingehen soll. Also der See sieht übel krass aus, so neonblau oder sowas. Ist richtig heftig. Aber der ist nicht warm, der ist nur so blauwarm angewärmt oder so, ja. Jetzt geht's ordentlich rauf. Zieht ganz schön in den Oberschenkel. Wir haben den höchsten Punkt endlich erreicht. Boah, das war jetzt richtig anstrengend. Jetzt wollten wir einmal Touristen spielen in Island und dann sowas. Alles voller Menschen. Das ist krass, richtig viele Parkplätze belegt da hinten. Naja, egal, wir schauen da jetzt trotzdem mal hin. Leider sehr touristisch geprägt, also überall laufen Leute rum. Wir verlassen jetzt wieder die Ringstraße, die ist da läuft hinter uns. Da von da hinten sind wir gekommen. Jetzt geht es auf einer geteerten Straße, aber ich glaube, die ist ein bisschen weniger befahren weiter. Ich denke, wir werden noch einige Schwefelfelder oder sowas sehen, weil es hier halt im ganzen Gebiet ziemlich viele gibt. Die ganze Straße ein bisschen entlang gelaufen und haben jetzt mitten im Nirgendwo in der Tourenbusche da quasi gekommen. Wir richten uns zurück, ganz klein, dass es durchgeht. Vermutlich ist es Warmwasser, wir müssen jetzt mal schauen. Warm? Wir sind jetzt an dieser endlosen Dusche angekommen. Hier ist richtig warm, perfekt zum Duschen. Dann haben wir hier neben noch diesen warmen Bach, richtig geil. Wir bräuchten eigentlich Wasser, wir haben uns dafür aber entschieden, dass wir das nicht trinken und den See morgen nehmen. Der ist ungefähr noch 10 Kilometer weiter. Nach dem See haben wir ungefähr 36 Kilometer und da gibt es keinen einzigen Fluss und keinen See. Da wissen wir nicht, wie wir an Wasser kommen, deswegen müssen wir da ziemlich viel schleppen. Der Zeltplatz wird hier auch in der Nähe sein, vermutlich da hinten hinter den Hügeln. Deswegen müssen wir jetzt einmal über den Bach rüber, dass wir zumindest ein bisschen versteckt sind von der Straße. So, was gibt's heute zum Essen? Was richtig cool ist, endlich mal ein bisschen Abwechslung. Linsen mit Tomatensauce mit Mais. Richtig gut. Insgesamt sind es über 1 Kilo, also
1,2 Kilo sind es, glaube ich, insgesamt. Es wird richtig lecker schmecken, ich sag's euch. Das erwärme ich jetzt einfach alles ein bisschen und dann Papa, Papa, danke Papa. Es ist jetzt schon wieder deutlich höher als die letzten Nächte, deswegen ist es auch deutlich kälter. Wir haben jetzt schon wieder an die 5 Grad, es ist richtig kalt. Aber wir haben es trotzdem beschlossen, dass wir nochmal unter diese Dusche gehen. Wenn man schon so eine Naturdusche hat, muss man die auch aussetzen. Ja. Das macht dann viel kälter, ne? Ja. Also wir haben gerade 5 Grad übrigens. Und der Mikkel, der sieht jetzt hier aus. Oh, kalt! Es ist echt zu kalt gerade, kann ich nur bestätigen. Oh. Wenn du das nach Kleidung an, Christian! Ja. Mikkel, die Mütze. Du magst die Haare jetzt auch nass machen. Oh, das ist richtig heiß! Ja, sei ja. Das ist richtig warm. Christian, ich kann hier ewig bleiben, ich hoffe. Boah, das ist richtig schön. Oh, geil. Das ist überhaupt nicht mehr kalt. Das ist genial. Ja, ich weiß, es ist richtig warm, aber er tut es nicht. Der Wind und so. Das ist richtig heiß. Das ist richtig schön. Aber der Wind, ist der nicht jetzt kalt? Was? Ist der Wind nicht kalt jetzt gerade? Das ist richtig schön. Ich war jetzt so an die 5 Minuten drin. Das ist richtig angenehm. Richtig cool. Jetzt wird's halt, jetzt kommt der schwierige Part wieder. Rausgehen und sich anziehen. So, jetzt. Oh, das ist kalt. Wo ist das? Keine Ahnung. Christian! Was ist das? Das wäre die ganze Sache da, was du machst, ey. Oh, das ist kalt. Du bist schon umgekrempelt! Weil du dich vorhin auch schon so beeilt hast. Ja. Schön. Du bist ein guter Fahrer. Ich hätte das die falsche. Die falsche Unterhose an. Es ist richtig heiß, gell? Boah. Entschuldigung für die Zitterpartie, die ich gerade abliefer mit der Kamera, aber mir ist immer noch arschkalt. Ich habe mich jetzt wieder dick und fett eingewickelt. Mir ist einigermaßen warm, ich friere immer noch ein bisschen. Der Christian ist gerade immer noch drunter. Boah, das sieht schon krass aus. Wenn der Wind halt kommt, dann haut es mir das Wasser so weg, dann wird es arschkalt. Das ist das Problem an der Dusche. Es sieht aber schon geil aus. So im Hintergrund die Straße, die Berge, alles frei. Und dann ist hier einfach so eine freie Dusche drin. So eine unendliche, warme Dusche. Die ist echt warm, also die hat über 40 Grad auf jeden Fall. Aber jedes Grad ist hier sinnvoll. Also draußen ist halt echt arschkalt. Ich hatte überall keine Lust. Christian hat keine Lust mehr rauszugehen. Nee, ich wollte jetzt echt nicht raus. Glaub ja, wie arschkalt es gerade aus. Es ist wirklich verdammt kalt, also wirklich. Das Problem ist, es hat zwar 5 Grad, aber es ist halt so windig. Der Wind kühlt halt nochmal 100 Mal mehr aus. Ja, okay, Michael, du zählst runter von 5. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go! Jetzt ist die Dusche laufen lassen. Oh, jetzt wird's kalt. Jetzt wird's kalt. Ja! Du hast Grüße bekommen, Christian. Okay, man zittert ganz schön. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ist aber gerade schon sehr kalt. Die Haare sind nicht. Ja, Gesicht, gell? Okay, jetzt schnell noch ins Zelt, ins Schlafsack. Oh, und schön aufwärmen. Wir verabschieden uns von der endlosen Dusche. Jetzt setzen wir uns mal da hinten.
Jetzt geht es zu einem Vulkan oder einem ehemaligen Vulkanfeld. Es ist auf jeden Fall ziemlich widerlich, im Regen aufzustehen. Wobei wir eigentlich noch relativ Glück hatten, weil es dann, als wir aufgestanden sind, nachgelassen hat. Jetzt geht es die Straße weiter, die wir ja gestern schon ein Stückchen entlang gelaufen sind. Hier sind überall riesen Firmengebäude, wie da hinten zum Beispiel oder auf der anderen Seite. Und riesen Rohre, die verlegt wurden. Die Erdwärme in die heißen Quellen, die Schwefelfelder auszunutzen. Es geht mal wieder sehr, sehr, sehr steil rauf. Das hier müsste jetzt so ein Lavafeld sein, auf dem wir uns auch bewegen. Heute gibt's einen riesen Pott Haferflocken mit Milch. Herrlich. Wir können endlich mal so viel nehmen, wie man will. Jetzt innerhalb von Sekunden rausgekommen, der Nebel ist innerhalb von Sekunden verschwunden. Jetzt sieht alles richtig schön aus. Entweder ist das hier der Vulkan oder wir vermuten, dass das da eben der Vulkan ist. Wir wissen es leider nicht ganz genau. Sieht aber echt alles ein bisschen komisch aus. Alles ist schwarz und dampft und raucht. Kann man jetzt nochmal die ganze Lava sehen, die da runterläuft. Durch das Grün. Das hier. Das sieht schon krass aus. Rundherum ist eigentlich alles Lava. Wir befinden uns mitten in einem riesen Lavafeld. Also hier gibt es richtig merkwürdige Vulkane und Strukturen. Zum Beispiel der Vulkan da hinten, der ist total rot. Der sticht voll raus hier aus dieser ganzen Landschaft. Und dann gibt es hier noch so eine Unterhöhlung oder so. Einfach so eine Art Brücke, eine natürliche Brücke. Das war alles mal Lava.